nett. Praktisch. Okay. Okay. Okay, no? Qui io devo andare giustamente da Stoccarda a Villingen. Und ja, ich muss dann weiter von Stuttgart nach Villingen weiter. Allora prendo il treno. Ja, ich steige in Zug ein. E salgo sul treno. E a un certo punto questo treno si ferma a Freudenstadt. Und ja, der Zug hält irgendwann in Freudenstadt. 5 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 6 minuti, 15 minuti, 15 minuti, mezz'ora, eine halbe Stunde. Ma allora in Germania non sono puntuali i treni. Aber sind die Züge hier in Deutschland nicht pünktlich? Nein, hast du nicht. E so, io ero da solo sul treno. Ich war ganz allein im Zug. Loro mi stavano aspettando per andare al concerto. Sie warteten auf mich, um weiter zum Konzert, ja, nach Freiburg. E il tempo passava. Und inzwischen die Zeit verging, ja. Ok, e a un certo punto decido di uscire dal treno e di cercare di capire che cosa stava succedendo. Entscheide mich dort nun aus dem Zug auszusteigen, um ja, zu sehen was passiert, was ist da los, ja? Ok, e non c'era nessuno. Nessuno. Draußen, ja? Però appunto io avevo paura a scendere perché avevo paura che il treno partisse. Ich hatte eigentlich Angst von dem Zug auszusteigen, weil ich dachte jederzeit kann wieder fahren, okay. Perciò guardavo dal finestrino così. Fenster, ja. A un certo punto vedo, scendo dal treno e incontro due ragazzi. Steige aus und ich sehe zwei Jugendliche, zwei Jungen. Gli dico, io devo andare a Villingen. Und frage sie und sage ihnen, ich muss nach Villingen. Faccio, perché questo treno non va a Villingen? Wieso fährt dieser Zug nicht nach Villingen? E allora mi ha detto, ok, vieni con me, vieni con me. Und sie sagen mir, ja, komm mit uns. Sì, con mit con le chitarre, le valigie, insomma. Ich hatte Gitarre, no, Gepäck und... E allora, questo ragazzo mi dice, guarda che quel treno è andato a informarsi, naturalmente. Also, dieser Junge hat sich erkundigt, ja, und hat sich informiert und ja, und dann sagt mi dice, guarda, che quel treno lì... Schau mal, dieser Zug adesso si splitta. Jetzt spaltet sich, trennt sich, ja. Si divide. Un pezzo rimane qua. Ein Teil bleibt hier. E l'altro va a Villingen. Und er fragt, fährt weiter nach Villingen? No, non va a Villingen, torna indietro. Nein, fährt nicht nach Villingen, er kehrt zurück. Allora ho detto, vabbè, grazie. Grazie. Allora vado dentro la stazione a parlare con informazioni. Ja, dann gehe ich in Bahnhof rein, ja, und zur Information, ja. Allora vado, trovo un signore molto elegante, simpatico. Und ja, ich treffe einen Mann, sehr angezogen, sehr nett. E io ero un po', come dire, un po' su di giri, no? Un po' preoccupato. Und ich war sehr besorgt, ja. Hatte Sorgen. Ho detto, guarda, io devo andare a Villingen adesso, subito, no? Schauen Sie, ich muss dringend nach Villingen, ja? E lui mi guarda e mi fa, perché? Und er schaut auf mich und fragt, wieso? Perché devo andare a suonare? Ich muss spielen, ich habe ein Konzert. Non lo so. Villingen. Er schaut, Villingen. Guarda, ti do un consiglio, ho detto, tu prendi quel treno. Also, e io faccio no, quel treno lì. Zug? No. Nein, no, prendi quel treno, torni indietro, Zug, fai un'ora di viaggio, zurück, scendi e poi prendi il treno per Feeling. Und dann nehmen Sie den nächsten Zug nach Feeling. E allora io ho detto no, qui non ci siamo proprio. Nein, nein, so geht es nicht, habe ich gesagt, ja. Nel frattempo mi scappava la pipì. Inzwischen musste ich auf Toilette, ja. Allora ho detto, scusi, mentre aspetto, dov'è una toilette? Und dann habe ich gefragt, ja, wo die Toilette ist. Toilette qui non ci sono. Devi andare nel paese sopra. Faccio, come nel paese? Prendo il taxi per andare a fare la pipì. Sie müssen in Dorf, in der Stadt, ja. Die, in
in der Stadt, also muss ich mein Gepäck in der Stadt, muss ich mit einem Taxi dahin fahren. E allora io telefono ad Antonio e gli dico: io adesso sto qua e tu mi vieni a prendere qui. Dann beschließe ich, Antonio anzurufen, das bin ich. Und ja, und sie soll mich hier abholen. Poi, insomma, il tempo passava, io di qui lo dovevo fare. Die Zeit verging, ich musste auf Toilette, ja. Ma quando scappa, scappa. Ja, wenn man muss, muss, ne? E allora ho trovato un muretto. Mauer gesehen. Behind the wall, no? Torno verso la stazione, intanto arriva un altro treno, scendono tanti ragazzi. Ich komme zum Bahnhof, kommt ein Zug, steigen viele Jungen. Io un ragazzo mi fa: scusami, è toilette? Faccio, guarda, lì c'è un bel muro. Insomma, per farla breve, io ho passato 3 ore e mezza fermo lì, aspettare che lei venisse a prendere. Also praktisch, ich habe 3,5 Stunden gewartet. Sette caffè espresso. Sì. Su, 7 caffè espresso, però. Però. Sì, un caffè espresso habe ich getrunken. Però ho scritto una canzone. Aber ein Lied geschrieben. Era intitolata Lost in Germany. Das Lied heißt Lost in Germany.